alles funktioniert nicht mehr. Also diese ganze Tunnelsequenz ist an 5 verschiedenen Drehtagen oder 5 verschiedenen Locations entstanden. Die ganze Dialogsequenz haben wir klassisch auf dem Trailer gedreht. Dann haben wir einen riesengroßen Stunt-Drehtag gehabt, wo wir im Prinzip die ganzen Unfälle gedreht haben. Dann haben wir die Plates gedreht, quasi die Autos ohne Schauspieler. Als 4. Tag waren dann quasi die Schauspieler so auf einer Wackelplatte vor Grün. Sei ruhig, die Bremsen funktionieren nicht mehr! Als 5. war dann noch ein Fake-Tunnel, haben quasi dann nochmal diesen Tunnel woanders nachempfunden und haben dann dort nach dem Crash gedreht. Das war eine sehr aufwendige Sequenz. Also wir werden wahrscheinlich da hinten noch Glasscherben zusammenkehren müssen, wenn der Verkehr schon wieder läuft. Aber dafür habe ich ja super Facharbeiter, unseren Regisseur und Kameramann Bernhard Jasper. Die 2 Kameras, die ich angesagt habe, alles andere bleibt. Bei der Tunnelsequenz war natürlich auch wiederum die Erzählperspektive mir sehr wichtig, dass man die Charaktere und den Zuschauer in das Geschehen hineinversetzt, als ob du direkt dabei bist und ihre Emotionen auch miterlebst. Da haben wir uns dann entschieden, die Sitze vorne rauszubauen, den Fahrer nach hinten zu bauen, die Kameras so zu positionieren, dass sie quasi nur ein leeres Bild filmen. Und später haben wir die Schauspieler vor Grün gedreht und die Schauspieler im Nachhinein dazugefügt. Gas, Bremse, Kupplung, Schaltung, alles umgebaut, um hinten sitzen zu können und fahren, sodass das Bild vorne immer frei ist. Achtung, Ruhe bitte! So, alle schön auf den Bürgerstein und dann den Ton bitte ab! Okay, wir drehen. Alles läuft, Achtung! 3, 2, 1, losfahren! Hat sich gelohnt, geile Bilder. Ich bin schon gespannt, wenn wir das mit den Motion Base zusammendrehen und das Greenscreen zusammenpacken, wie das dann aussieht. Also hier ist ein Motion Rig aufgebaut für die Fahrszenen mit Lukas im Tunnel. Das kann man natürlich nicht mit den Schauspielern machen, weil es zu gefährlich wäre. Und dementsprechend müssen wir jetzt hier den Vordergrund drehen und den drehen wir eben vor einer sogenannten Greenscreen, damit wir nachträglich da, wo man das Grün im Bild sieht, den Hintergrund einfügen können. Die Kameraposition, Blickwinkel, Perspektive muss identisch sein, denn sonst würde der Vordergrund gar nicht zum Hintergrund passen. Das Auto steht ja nicht still, wie es jetzt eben hier, sondern man hat immer wieder Licht, was dem Fahrer auch übers Gesicht huscht und durch den Innenraum. Und das wird hier von der Lichtcrew nachgebaut und nachgebildet, damit eben möglichst realer Eindruck entsteht. Wir versuchen ja sozusagen die Bewegung des Autos im Tunnel nachzubauen. Deswegen haben wir diese LEDs so programmiert, dass sie sowas wie eine Bewegung herstellen können. Und dann werden wir gleich schön mit Matthias drehen und dann mal schauen, wie er sich dann drauf füllt. Okay. Und dann hier mal Klick, Bordsteinkante. Okay, wir sind bereit. Es wackelt wie auf dem Karussell. Hey! Was halt jetzt bitte an? Rechts! Links! Bordstein! Cut! Cool, super, ey. Okay, es gibt einen Applaus für mich. Yes! Wir sind heute hier im Olympiastadion und drehen in den Katakomben vom Olympiastadion unsere Tunnelsequenz mit den Schauspielern. Und dass es halt eben ähnlich aussieht wie in einem Autobahntunnel, haben wir jetzt hier wunderschön Mittelstreifen, haben das Licht nachgebaut, was wir da haben. Und so matcht das dann mit den anderen Shots, die wir in der tiefsten Nacht am ersten Drehtag gedreht haben. Und 1, 2, 3, bam! Auto, 1, go! Und 1,42, 2, die 1,48, ja? Bilder A-Klappe. So was. Das ist schon eine der Hauptszenen, die natürlich in der Folge 1 auch den Zuschauer richtig nochmal in die Serie reinkatapultieren soll und auch ein hohes Value haben soll.